So, kleines Update zum Propane Meccano bzw. dieser neue SRAM-Antrieb. Im letzten Video, schon eine Weile her, ist der Motor immer wieder ausgestiegen. Das Bike war dann zweimal bei Propane. Beziehungsweise beim zweiten Mal wurde dann der Antrieb getauscht, weil der Drehmomentsensor defekt war. Aber seitdem läuft der Hobel. Unterstützungsstufen habe ich eingestellt, funktioniert super. Und die Kilometer werden jetzt endlich auch angezeigt, die Gesamtkilometer vom System. Weil alles andere wäre ja auch irgendwie komisch. Weil nach Aussagen von ein paar Leuten wäre das anscheinend nicht möglich. Aber in der App, beim Benutzerprofil oder ich weiß gar nicht mehr ganz genau wo, ist auf jeden Fall aufgeführt, die gefahrenen Kilometer. Auf den Meter genau sogar. Also Kilometer mit 3 Kommastellen. Schon ziemlich genau. Ja, was soll ich sagen? Das Propane an sich, super Gerät. Ich hatte mal das 219er Spindrift, aber mit dem war ich irgendwie nicht so angefreundet. Aber das war auch relativ kurz nachdem ich überhaupt angefangen habe, so richtig Mountainbike zu fahren. Und verbaut bzw. ausgewählt hatte ich mir die Cura 4. War jetzt aber am Ende, beziehungsweise was heißt am Ende, von Anfang an nicht so zufrieden mit der, weil auf den Focus, das immer noch im Keller steht, habe ich die XCR drauf und keinen Hauch von Armpump. Auch Südtirol, 1000 Höhenmeter, eigentlich kein Problem. Und hier, Home Trails, Cura 4. 100 Höhenmeter bergab und schon habe ich es gemerkt. Ja, dann habe ich mir mal diese SRAM Maven gegönnt als Ultimate in dieser Sonderedition mit den roten Sätteln. Habe dann aber natürlich nicht, wie SRAM das vorgibt, mich dran gehalten und erstmal die kleinste Bremsscheibe verbaut, sondern habe ich mir halt damals die hochbestellt. Vorne 220 und 200. Hab die natürlich drauf gemacht. Hallo. Und hinten wunderschön, dosierbar, alles. Vorne schon extrem. Also man braucht wirklich nicht viel Kraft und das Vorderrad blockiert sofort. Vielleicht sollte ich da auch die 200er wechseln. Aber ich bin jetzt noch nicht so viel gefahren damit. Vielleicht gewöhne ich mich ja auch noch dran. Ja, schauen wir mal. Ja, läuft super. Wie gesagt, noch ein bisschen vorsichtig mit der Vorderbremse. Kein Bock bei der ersten Abfahrt direkt Stopp zu machen oder irgendwas anderes. Dann sind die organischen Belege drin.
Die werde ich auch belassen, weil Funktionen ja bei Nässe nicht so gut funktionieren. Habe ich aber ehrlich gesagt noch keine Probleme gehabt. Klar quietschen die dann ein bisschen. Aber das ist nicht recht wenig. Jetzt auch krank gewesen, leider die ganze Woche und noch nicht ganz fit, aber für eine entspannte Runde wird schon reichen. Ja, was ich zu dem Antrieb noch sagen muss, diese Autoshift-Funktion nutze ich eigentlich recht wenig, weil einfach auf der Geraden oder hier in so einem Bergaufstück funktioniert das schon gut. Ich stelle die Kadenz ein, aber manchmal ist die Kadenz auch nicht so. Das eine Mal funktioniert super, beim nächsten Mal denkst du dir, schalte doch. Dann schaltet die erst relativ spät, dass man dann eingreifen muss. Ja, kann ich ehrlich gesagt auch gerade schalten, weil mit den Pots, das ist ja hier so ein Tastendruck, dann funktioniert das super. Was mir auch aufgefallen ist, sobald die Autoshift-Funktion eingestellt ist und du weißt, du rollst runter, es kommt ein krasser Gegenanstieg und du möchtest jetzt gleich mal 4 Gänge runterschalten, funktioniert das beim Autoshift nicht so schnell, wie wenn du das Autoshift ausgeschaltet hast. Da drückst du 4-mal. Das Ding schaltet hier 4 Gänge. Zwar leicht verzögert, aber er schaltet 4-mal. Beim Autoshift leider nicht. Was nicht funktioniert, ist diese Coast-Shift-Funktion. Wenn Autoshift ausgeschaltet ist, finde ich ein bisschen schade, weil das ist halt schon geil. So kommst du den Berg runter, es geht hoch, beziehungsweise andersrum. Kommst du den Berg hochgefahren, es geht wieder bergab. Und wenn du den Berg runtergerollt bist und treten möchtest, kannst du einfach lostreten. Nichts irgendwie tritt nicht ins Leere. Aber wie gesagt, funktioniert leider nicht, wenn das Autoshift aus ist. Ja, und ich habe hier so eine super schöne Klingel montiert, weil heutzutage sind die Wanderer ja eigentlich überall unterwegs. Ich habe einfach keine Lust, die von hinten anzuschreien. Deshalb so eine kleine Klingel. Ja, das mir nicht. Dann ist es einfach keine Probleme mit dem Leuten auf der Strecke. Und wie wir alle wissen, sind die Wanderer, sind die Mountainbiker ja alle Arschlöcher.
So. Alter, er ist schon mittlerweile echt wurzelig, du. Oh, das war ein Durchschlag. Weil zu wenig Luft im Hinterreifen. Kurz. Ist echt zu wenig Luft im Hinterreifen, also. Aber irgendwas hat durchgeschlagen. Ja.